Heute gibt es eine Weltpremiere. Und das Ganze zweimal in einem Video. Zum ersten Mal stelle ich euch auf YouTube eine Person vor, die ich mag. Und zum ersten Mal eine Politikerin. Aber seht selbst nach dem Intro. Hannelore Kraft. Geboren am 12. Juni 1961. Unter anderem war sie mal unter Ministerpräsident Peer Steinbrück. Ja, ihr habt richtig gehört, Steinbrück hat mal eine Wahl gewonnen. Landesministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. In Nordrhein-Westfalen versteht sich. Danach, das war 2010, wurde sie selber Ministerpräsidentin. 2013 übrigens wurde sie neben der Troika als Kanzlerkandidatin gehandelt. Die ARD-Talkshow Hart aber fair hat mal eine Verschwörungstheorie aufgestellt. Sie wolle 2017 Kanzlerkandidatin werden. Ich glaube das nicht. Es ehrt mich sehr, dass mir das viele zutrauen. Aber ich habe meine Aufgabe hier, das habe ich schon vor vielen, vielen Monaten klar gesagt. Sie bleibt also ihrem Bundesland treu. Doch sehen wir uns mal ihre Stärken und Schwächen an. Gerade in der SPD ist es zum Beispiel besonders wichtig, dass man gut mit den kleinen Leuten kann. Kann sie das denn? Über den Remscher Rathausplatz und durchs Allee-Center ging's an den Brunnen an der oberen Alleestraße. Auf dem Weg dahin sprach sie mit Bürgern, jung und alt, und hielt danach eine Wahlkampfrede am SPD-Infostand, um für sich, ihre Partei, ihre Politik und für den Remscher Landtagskandidaten Sven Wolf zu werben. Einige Remscherder Bürger hatten sich am Infostand eingefunden, um der Ministerpräsidentin zuzuhören, sowie auch Fragen zu stellen. Ich wollte mal gucken, wie denn so ist hier. Ja, hier ist es schön, wir haben nur eins zu bemängeln. Mit der Mülltonne. Eine kleine Mülltonne für 24 Familien. Also das ist doch Wahnsinn. Was war mit der Mülltonne? Naja, die wurden nicht häufig genug geleert. Ich war da mit der Wohnungsbaugesellschaft unterwegs und dann habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen und ich hoffe, dass er hat mir versprochen, dass wir jetzt häufiger geleert werden. Problem gelöst. Problem hoffentlich gelöst. Ja. Kann ich einen Haken hintermachen? Mit meinem imaginären Stift. Außerdem ist es immer wichtig, den Leuten Themen schmackhaft zu machen, sie zu überzeugen. Wie steht's denn damit? Wir sind klar der Meinung, dass die starken Schultern in diesem Land mehr tragen müssen, weil wir einen handlungsfähigen Staat auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommunen brauchen. Deshalb sind wir für die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, für die Vermögenssteuer und für die Finanzmarkttransaktionssteuer. Klare Alternativen zu unserem politischen Mitbewerber. Läuft. Kann sie denn noch Attacke? Hier ist ja doch einmal den cholerischen Kommentator der Heute-Show, Gernot Hassknecht, parodiert, als der Moderator der Heute-Show, Oliver Welke, den Preis die Spitze Feder erhalten hat. Und ich sag mal so, wenn man irgendwie beweisen kann, dass man Attacke kann, dann doch wohl bei einer Gernot Hassknecht-Parodie. Hören wir also mal rein. Er sitzt nur wichtig am Schreibtisch rum, lässt andere arbeiten. Ha, spitze Feder, der kann nicht mal die Mainzelmännchen selbst malen. Wissen Sie eigentlich, dass dieser Mann schon im zarten Alter von 4 Jahren Werbung für Würstchendosen gemacht hat? Würstchendosen! Schulteknacker einfach, hießen die. Der war sich echt für nichts zu schade. Kein Wunder, dass Oliver Kalkofe mal über ihn gesagt hat, er sei die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie. Okay, bei Attacke hat sie ein gewisses Defizit. Aber wofür steht sie denn? Und was hat sie politisch erreicht und bewirkt? Zum Beispiel hat sie in NRW das Tariftreuegesetz wieder eingeführt, welches vorsieht, dass der Staat Firmen boykottieren soll, die sich nicht an Tarifverträge halten. Finde ich gut. Bei der Energiewende setzt sie auf Kohle. Naja, die ganzen Treibhausgase in der Luft sind nicht so dufte. Treibhausgase, dufte, versteht ihr? Aber immer noch viel besser als die brandgefährliche und schweineteure Atomkraft. Und somit ist Kohlekraft als Brückentechnologie allemal brauchbar. Dann wäre ja noch die Bildungspolitik. Momentan ist es ja so. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Und dann werden die Kinder auf eine weiterführende Schule geschickt, die Hauptschule, Realschule oder Gymnasium sein kann. Zumindest ist das in Baden-Württemberg so. Und wer zur Hölle hat den Penis dahin gemalt?
Das ist so unprofessionell. Das tut nicht zur Sache. Hannelore Kraft hat nun Folgendes vor. Die Grundschule läuft länger und danach geht es auf eine gemeinsame Schule. Die Entscheidung, ob das Abitur nach 8 oder 9 Jahren gemacht wird, wird übrigens den Eltern und den Schulen überlassen. Ja, ich muss sagen, an der Idee sind einige Mängel vorzuweisen. Allen voran die Gesamtschule. Schon jetzt sieht der Matheunterricht bei uns ungefähr so aus. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion f von x gleich sinus x mal 5x hoch minus 1 minus Cosinus von x mal 1/3 x Quadrat. Einfach. Hä? Was soll denn? Oh nein. Verstehst du aber nicht. Oh mein Gott, das kann wieder. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Was für ein Scheiß. Und dieser Effekt soll durch die Gesamtschule noch verstärkt werden? Denk da mal drüber nach. Naja, ganz so blöd ist die Idee natürlich nicht. Dass die Grundschule zum Beispiel länger laufen soll, sag ich ja schon seit Monaten. Also privat, nicht im Internet. Ich kann nur noch gar nicht dazu. Aber das sage ich aus dem Grund, damit die Kinder dann etwas reifer sind, wenn sie dann die Entscheidung treffen müssen, ob sie auf Hauptschule, Realschule oder auf das Gymi wollen. Und mit der Gesamtschule wird dieser Grund natürlich praktisch vernichtet. Unterm Strich bleibt dann eigentlich gar kein Grund mehr dafür übrig. Ein klares Pro-Argument für die Gesamtschule ist allerdings natürlich, dass es mehr Bildungsgerechtigkeit schafft. Ich meine, wenn dann die Leute, die halt nicht so gut in der Schule sind, mal halt irgendwas eine Frage haben, dann können sie ja ohne Probleme mal bei den Superbrains mal nachfragen. Ey, Bruder! Aber dann soll man auch noch die Wahl haben zwischen dem 8 Jahre und dem 9 Jahre Abi. Schon jetzt werden ja die Klassen nach allen möglichen Kriterien unterteilt. Und wenn dann auch noch nach 8 oder 9 Jahre Abi unterschieden wird, ich habe das Gefühl, das läuft auf einen unvermeidlichen Lehrermangel hinaus. Einen Landeshaushalt hat sie übrigens noch nicht auskübeln können. Sie kam nämlich auf die Idee, einmalige Investitionen zu finanzieren und somit langfristig Geld einzusparen. Gescheitert ist das Ganze dann beim Landesverfassungsgericht, weil... Ach, seht selbst. Das hier ist der Landeshaushalt. Wir planen einmalige Investitionen, um in Zukunft Geld einzusparen. Nein! Doch, bitte sehr, der überarbeitete Landeshaushalt. Wir planen einmalige... Nein! Das ist der Landes... Nein! Zur Erklärung. Der Verfassungsrichter meinte, dass der Haushalt verfassungswidrig sei, weil die Neuverschuldung überhalb der Höhe der Investitionen läge. Schade. Also ich fand die Idee genial. Diese Idee fand ich allerdings weniger genial. Hannelore Kraft hat nämlich mal für Langzeitarbeitslose gemeinnützige Arbeit gefordert. Diese Idee ist erstens geklaut. Guido Westerwelle hat das nämlich schon mal vor ihr gefordert. Und zweitens ist die Idee der letzte Dreck. Immerhin ist das Zwangsarbeit, was sie da gefordert hat. Und das ausgerechnet von der SPD, also ehrlich jetzt. Okay, man muss auch dazu sagen, das hat sie dann auch eingesehen und hat dann natürlich gemeint, nein, das sollte freiwillig sein, so. Und das macht jetzt die Scheißidee zu einer nulliger Idee. Ist ja nicht so, als könnte jeder jetzt schon gemeinnützige Arbeit leisten. Sie hat allerdings noch in vielen anderen Gebieten Stellung bezogen und jetzt gibt es dafür mal einen Schnelldurchlauf. Sie ist für den flächendeckenden Mindestlohn, gut. Gegen die Laufzeitverlängerung der AKWs, super. Gegen die Kopfpauschale, mein Reden. Und für eine Bürgerversicherung, politisch absolut korrekt, die Frau. Für mich ist sie auch so etwas wie eine Ikone der SPD, weshalb sie von mir auch eine Bombenwertung kriegt. 4 von 5 Sternen. Ja, ich weiß, die Fans von Hannelore Kraft schreiben nun Bombenwertung von wegen! Sie hat 5 Sterne verdient! Ja, ich weiß. Und ich habe auch sehr lange darüber überlegt, ob ich ihr nicht doch 5 Sterne gebe. Habe mich allerdings noch im letzten Moment dagegen entschieden. Ein 5-Sterne-Politiker sollte schon die Attacke beherrschen und sollte sich vielleicht 3-mal vorher überlegen, bevor er mit solchen Schnapsideen wie der Gesamtschule oder der gemeinnützigen Arbeit für Langzeitarbeitslose daherkommt. Aber das Potenzial für 5 Sterne war bei Hannelore Kraft
allemal vorhanden. Das war meine Meinung zu Hannelore Kraft. Was ist eure? Ich will's wissen. Schreibt's in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder das Video teilt, damit das auch andere sehen. Beim nächsten Video möchte ich gerne ein neues Format ausprobieren. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und alles andere auch nicht verpassen wollt, dann könnt ihr doch auch abonnieren. Und bis wir uns wiedersehen, gönnt euch die Outtakes. Viel Spaß. Zum ersten Mal stelle ich euch auf YouTube einen Politiker vor, den ich mag. Und zum zweiten Mal... Fuck. Hannelore Haft. Ja, ich hab es jetzt nicht gemacht. Wow, was für eine Idee. Ist ja nicht so, als könnte man einfach... Oh nee. Check, ob ich gut aussehe. So was, okay? Und Martin, bitte, können wir auch gut brauchen? Dead ass. Okay, okay, zeig mal.